Liebe Leute, hallo und willkommen zu diesem Ersteindruck. Ich spiele Boundary, einen Multiplayer-Shooter, der komplett im Weltall spielt. Ein bisschen Gravity-Style, um es mal leicht zu erklären. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Compete with the rest of the players. Shuttlement Tutorial. Sollen wir erstmal die Basic Skills machen? Movement, Weapons, Combat, Scouting. Oh, da sind wir schon. Das ging schnell. Welcome to Basic Movement Training. Okay, also wir schweben. Task 1, move your mouse to aim target. Ja. Was kriegen wir hin? The velocity HUD shows your speed. Task 2, press W, A, S, D to move around. Task 3, press space or control to ascend. Mhm. Or descend. Task 4, hold shift while moving to sprint. Mhm. Ah, okay, da haben wir es. Das reicht mir schon. Leave Tutorial. Ich würde allerdings sagen, dass ich meine Kamera ein bisschen hochziehe, damit ihr da sehen könnt, wo ich mich aufhalte. Ich würde sagen, wir springen auf General und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Das ist erst seit ein paar Tagen draußen. Ich kann mich erinnern, dass es mal eine Call-of-Duty-Mission gab, die im Weltall gespielt hat. Und damals dachte ich so, wieso gibt es eigentlich kein Spiel, was komplett im Weltall spielt und so mit Schwerelosigkeit und Schießen und so. Ich weiß nicht, ob es seitdem eins gab, mir ist keins bekannt. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ob das vielleicht super frustrierend ist, wenn man so schwebt und sich nicht so super gut bewegen kann. Aber ich bin eigentlich optimistisch. Es ist sehr leise, das Spiel. Es ist alles auf maximale Lautstärke. Schauen wir mal. Round 1. Operator Orla. Achso, ich muss mir hier einen aussuchen. Die haben verschiedene Stats. Ja, nimm ihn. Waffe TK-47 und APS. Wir haben eine EMP-Granate, ein Grapple Hook und ein Messer. Die sind noch gesperrt, die Waffen. Somit habe ich keine große Wahl und sage Deploy. Und dann schauen wir mal, was das Ganze kann. Zwei, eins, los geht's. Hold this position at all cost. Okay, soweit, so gut. Alle wissen, wo es hingeht. Defend. Ich muss gleich die Cam noch mal ein bisschen nach oben schieben. Da ist nur die Waffe und so, aber... Enemy down. Das gefällt mir ganz gut. Bin noch nicht so ganz sicher, sehr viel Lens Flare und so. Wo man hier Feinde sehen kann. Ah, da oben. Ist der down? Kill assist? Oh, vom Sound, das gefällt mir gut. Mit dem Atmen auch. Es ist wahrscheinlich super leise für euch, aber... Locked by Bandit FCS. Okay. Also... Gefällt mir. Macht Spaß. Aber schauen wir mal. Eine Runde ist keine Runde. Das spielt sich sehr Call of Duty-ig. Aber... Den haben wir. Nein! Ich muss erstmal damit so ein bisschen klarkommen. Was
soll das denn da unten sein? Das sind doch nicht alles Feinde, oder? Oh, hold F to patch suit. Oh, sehr cool. Ach nee, warte mal, das ist ein Kollege. Dann gehen wir mal zu Alpha. Schwebt eine Waffe. Enemy nearby. War das doch ein Feind? Habe ich den falsch gesehen? Das ist so ein bisschen, wie ich befürchtet hatte, was im Grunde nicht schlimm ist. Das ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, aber man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, wie man sich bewegen kann hier. Und dadurch ist dann oben, unten und links ist rechts und so. Also links wird immer links sein, Leute. So ist nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das irgendeine Form von Schwindel hervorruft. Oh. Es gibt ja durchaus Spiele, ich glaube, das erste Remake oder Reboot von Prey damals, wo man auch an Wänden hochlaufen konnte und so, da ist mir richtig schlecht geworden. Ja, aber das macht Laune. Ladezeit ist kurz, sieht gut genug aus. Man stirbt recht häufig. Kill Assist. Ich muss mich noch ein bisschen damit anfreunden, was hier eigentlich die Mission ist. B, wie groß ist denn der Bereich von B? Ist das ein kleiner Punkt oder was? Wo ist er? Ist down. Denn überhaupt sein? Da ist er. Man stirbt recht schnell, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Skill- und Waffensache. Enemy down. Long shot. Das sind welche mit Scope. Das ist, macht hier natürlich absolut einen Unterschied, denke ich mal. Kill Assist immerhin. Kann ich meinen Suit patchen? Kann ich nicht. Was ist mit der Pistole? Okay. Okay, hier haben wir B. Weiteren Assist, sehr gut. Kann ich die Dinger überhaupt treffen? Ich bin mir gar nicht sicher. Der ist down. Double kill. Monster kill. Au, ah. Sound her. Also wer Bass liebt, der ist hier zu Hause auf jeden Fall.
Also vom Sound her ist super, wirklich. Es ist ja auch das, was ich so an Gravity mochte, ne? Dass der Sound da einfach so dermaßen unterdrückt war. Ich glaube, ich würde hier noch persönlich die Funksprüche ausstellen, weil... Oh! Ja, diese fliegenden automatischen Raketen da, keine Ahnung. Tracer Full Auto, das ist ein Kollege. Komm mal her. Down. Ich muss mich patchen. Sehr gut. Komm, komm, komm. Sehr schön. Close call, ja, würde ich auch sagen. Hier im Doppelpack gleich. Kurz mal Deckung. Den haben wir. Oh, es war ein bisschen zu nah. Charlie. We're losing Charlie. Wo ist denn Charlie da drüben? Eieiei. Ja, die mit den Sniper-Rifeln sind natürlich ein bisschen... Gib mal her hier. Oh, noch 26 Sekunden. Dann sind wir hier durch. Und das war dann meine erste Runde Boundary. Und ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Die Frage ist, wie lange es Spaß macht, aber es ist irgendwie so ein bisschen frischer Wind, auch wenn es im Endeffekt... Leute, sagen wir, wie es ist. Es ist Call of Duty im All. Aber... funktioniert. Was? Switching Sides, auch gut. Leeway, genau, hier haben wir Sniper. Probieren wir das mal. Der hat das Ding... Snapshot Sensor, Grapple Hook. Ja, das Ganze kostet kurz nach Release waren es 21 Euro, glaube ich. Standardpreis ist 24 Euro. Ich weiß nicht, wo das Ganze hinführt. Aber wenn die dranbleiben, coole Maps machen, ich meine, mit dem Thema Weltall und Raketen und meinetwegen eine ganze Map, die in so einem verlassenen Raumschiff ist, was aber irgendwie offen ist zu beiden Seiten, dass man dadurch muss so ein bisschen eher den Nahkampf. Sieht schon cool aus, die Waffe und so. Ich finde, das HUD ist ein bisschen zu überladen, aber ich denke, das kann man ja auch einfach ausstellen. Oh, das macht Spaß. Haha, sehr gut. So, komm, jetzt kriege ich dich, Vogel. Komm mal her hier. Oh, getroffen. Den haben wir. Kill Assist, sehr schön. Ja, Explosionen sehen wir, finden statt. Wäre natürlich cool, wenn dann die Umgebung sich tatsächlich auch... Na? Wenn man die zerstören kann, wie bei Gravity, ne? 100.000 Einzelteile. Den haben wir erwischt. Komm, mach mal schnell. Sehr gut.
Ostoi. Oh, 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 oh. Komm mal her, wir machen mal hier die Flanke. Und schauen mal, ob wir einen erwischen. Oder sterben halt. Okay, man muss ein bisschen mehr vorhalten. Huhu, da ist er down. Repariere dich mal. Einmal nachladen. Nicht so weit vorpreschen, denn wir haben immerhin... Scope. Eieiei. Ja, aber vom HUD her würde ich fast alles ausmachen, ehrlich gesagt. Vielleicht das oben da, wie viel steht und wer was gerade eingenommen hat. Ansonsten dieses Radar/Minimap braucht man nicht. Die Waffe da unten, ja gut, vielleicht zum Anfang hin. Ansonsten, wie schnell ich fliege, interessiert mich eigentlich nicht. Ohoho! Und vor allem würde ich die Funksprüche ausstellen. Securing Bravo! Oh! Locked by Bandit FCS. Mach mal ruhig. Ah! Gut, und die Todesanimation. Also dieses Rumgeflippe ist natürlich... Also ich meine, da könnte man richtig cool, richtig schön so langsam in Zeitlupe, wie jemand so sich langsam verabschiedet. Oh, komm. Sehr schön, Mark Assist. Komm, mach mal. Wir wechseln mal eben die Waffe. Capturing. Securing Charlie. Schnell. Ach, schade. We're taking Charlie. Locked by Bandit FCS. Den haben wir. Ah, es war ein Headshot. Okay, oben rechts können wir das sehen. Aber manchmal ist mir nicht ganz klar, wodurch ich jetzt eigentlich gestorben bin, aber... Locked by Bandit FCS. Aber den haben wir gleich. Oh, wie viel hält der aus? Dann bin ich ja mal gespannt, wie das hier mit dem Freischalten... Der ist schon down. ...von Waffen funktioniert. Denn wäre natürlich schön, wenn man... Contested? Wo? Locked by Bandit FCS. We're taking Charlie. Openly loading. Ah, hier läuft man sogar so ein bisschen, okay. Securing Charlie. Locked by Bandit FCS. We're taking Charlie. Oh, was? Ja, ich weiß nicht. Ah, Select Character, doch, kann ich machen. Okay, sehr schön. Gewonnen. Das heißt, es gibt eine dritte Runde. Und jetzt wechseln wir mal wieder die Waffe. Oder den Player. Ach nee, das war's schon. Bin ich mittendrin reingesprungen. MVP David. Ja, Leute, macht Spaß. Also, wenn ihr mal wieder ein bisschen Abwechslung haben wollt im Shooter... Oh, hier sehen wir es ja auch. Also, wenn das nicht Call of Duty ist, hier kann man alles Mögliche freischalten. Da bin ich Level 5, da Level 2. Total Behavior Score.
Ist das vielleicht ein chinesisches Spiel? Kann das sein? Das sieht fast so aus. Und Behavior Score, so ein Punktesystem, haben wir schon mal gehört. Alles klar. Challenges. Ne, gehen wir mal back. Und dann würde ich sagen, springen wir nochmal kurz hier in die Option. Grafisch ist alles auf so hoch, wie es nur geht, so wie ich das sehe. Ja. Das Einzige, was aus Depth of Field, was möglicherweise interessant sein könnte bei so einem Spiel, aber wir schauen mal. Und ansonsten haben wir Display, Fullscreen. Das ist es nicht. Ich befürchte, das kann man leider nicht ausstellen. Gameplay? Nee. Sieht fast so aus, als müsste man sich das alles antun. Dann springen wir nochmal rein, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, in Zukunft kann man einfach das hart ausblenden. Das ist natürlich umso atmosphärischer, wenn man im All ist, so einen Helm auf hat. Man hört die Atemgeräusche und dann muss ich nicht da so ein Viertel meines Bildschirms ist irgendeine Minimap. Also, was haben wir denn sonst noch? Nehmen wir das mal. Und jetzt ist Bomb will be generated in 7 seconds. Oh, das ist eine gute Waffe hier. Zeig mal her. Eins nach dem anderen. Ich gehe mal hier lang. Ich gehe hier lang. Enemy dabei? Ist das ein Enemy hier? Er braucht ein bisschen zu viel Schuss. Wir nehmen mal Spike. Ich glaube, die hat... Ah, das könnte eine Schrotflinte sein. Nee, das ist keine Schrotflinte. Locked by Bandit SCS. Doch, ist es. Spike ist ordentlich schnell unterwegs. Locked by Bandit Au. SCS. Aber auch nicht mein Favorite. Wir probieren uns mal ein bisschen durch. Was haben wir hier? Das scheint mir ein schweres Maschinengewehr zu sein. Enemy got the bomb. Stop them. Enemy got the bomb. Yeah. Vengeance. Oh, sehr cool, wie das Visier da auch verschwindet, wenn ich die Waffe wegnehme. Ich habe keine Bombe, ne? Aber ich bin schon mal hier. Enemy nearby. Ja, ein bisschen frickelig so im Innenraum. The logic bomb has been activated. Bomb dropped. The logic bomb has been regenerated. The logic bomb has been regenerated. Locked by Bandit SCS. Okay, springen wir mal. Wen hatten wir da noch nicht? Hatten wir? Hier habe ich die Waffe, glaube ich, so nur gefunden. Genau. Enemy got the bomb. Stop them. Da haben wir die Bombe. Na, wo bist du? Komm raus! Enemy got the bomb. Stop them. Ja, das ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsspielmodus hier. Das ist mir alles ein bisschen zu unübersichtlich. See ya.
Nix ist. Ja, das sind irgendwelche Missiles, die da auf einen zukommen, bin ich der Meinung. Obwohl da oben steht jetzt die Dings, aber so ganz blickig ist noch nicht, aber das war's schon. Ja, so Bombing Run oder wie das heißt, ne, ist mir zu wirr, ist mir zu Enemy has the bomb und dann musst du da schnell hin und so, das ist lieber einnehmen und so ein bisschen taktischer. Was ist das für ein Bild hier? Ich glaube, ich nutze mal eben den Filter und schau mal, dass ich da Sabotage heißt der Spielmodus. Sagt mir nicht zu. Aber es läuft flüssig, es lädt schnell. Keine Verbindungsprobleme. Schauen wir mal eben. General, machen wir mal den Filter Sabotage raus. Invasion. Whenever an objective is captured, okay, purge, no respawn. Vergiss es. Domination, Team Deathmatch, das ist okay, das können wir so machen. Dann gehen wir nochmal kurz hier rein, Dialog, auf Wiedersehen. Und dann springen wir nochmal rein, würde ich sagen. Machen wir nochmal eine schöne Runde. Und dann gucken wir, wie ich mich jetzt anstelle. Irgendwo kann man ja dann auch die Waffen verändern, die Optik und so. Ah, und jetzt habe ich das für ihn auch freigeschaltet. Ah, ich verstehe. Nehmen wir mal die SMG. Schaut mal, wie viel hier los ist auf dem Bildschirm. Also. Ja, zeig mal her. Sehr schön. Das ist ein Kollege. Wir springen mal hier durch. Da oben. Ah, Bill mit dem Sniper Rifle. Aber die Waffe gefällt mir. Wenig Recoil. Komm mal her hier. We're taking Alpha. We lost Alpha. Mm-mm, ne? Sehr gut. Securing Alpha. Secure that sector. Komm mal her, der ist doch hier oben. Der ist down, sehr gut. We lost Bravo. Oh. Ah. Oh, das Magazin ist winzig. Charlie. Securus. Defend, keiner da. Bravo gehört uns schon. Alpha haben wir verloren. Da. Sehr schön. Mach mal schnell. Da. Kollege. Habe ich den Dialog nicht ausgestellt eigentlich? Das war für dich.
Keine Munition mehr. Ach, auch noch verloren. Leute. Springen wir mal den wieder. Das ist schon okay. Ja, muss man mal schauen, wie man die dann modifiziert mit einem Scope oder so. Vielleicht kann man noch so einen Griff ranmachen oder irgendwas. Wir haben ja schon gesehen, da sind alle möglichen Tarnoptionen und Skins und so weiter. Ne? Haben wir es jetzt? Nee, Charlie ist nicht fertig. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Und los geht's. Ja, er ist wirklich super langsam. Also im Vergleich zu den anderen beiden habe ich den Eindruck, er ist wesentlich langsamer unterwegs, auch wenn man hier Gas gibt. Sehr gut. Da hinten hockt der Sniper. Aber Double Kill. Ja, mapmäßig könnte man natürlich zum Beispiel auch auf einen Planeten, auf den Mond beispielsweise. Oh, jetzt kommt. Mond ist kein Planet, alles klar. Ist schon verkackt. Auf dem man natürlich. Ach komm. Oh. Auf dem man dann halt auch keine Schwerkraft hat. Aber dann eben die Umgebung eines Planeten. Oh. Kommt da noch ein Kollege von dir? Vorne war der nächste. Nach links. Ja, der ist down. Das heißt, der schleicht sich hier jetzt irgendwo rein. Was? David? Sehr gut, aber da war doch gerade noch einer. Ach. Der nutzt den Grappling Hook. Da können wir jetzt mal eben schauen. Ich glaube, auf X war das. Grapple. Wie weit funktioniert das? Ah, okay. Mhm. Kann man noch mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Da haben wir es. Hui, alles klar. Wir geben Gas. Der ist down, ne? Ja. Oh, gleich hier. Down, Leute, down. Nochmal. Der ist markiert. Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch.
Oh, mittlere Maustaste ist auch der Grappling Hook, sehr gut. Vorsicht! Ja, da kann man nicht schnell genug zielen, schießen, drehen und sich selbst versorgen, aber das soll es ja auch ein bisschen sein. Was haben wir auf Tab? Ah, okay, das Scoreboard. Oh, ein Lag, okay. Akzeptiere ich. Na? War's das? Victory! MVP George! Ja Leute, das soll's gewesen sein mit dem Ersteindruck. Ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen. Wer Bock auf so ein bisschen Multiplayer-Shooter im Weltall hat, der ist hier absolut richtig aufgehoben. Es kostet nicht die Welt und wir werden sehen, wo das Ganze hinführt und vielleicht spiele ich es da nochmal. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.